Hallo, Markus Wecker, wieder mit einem Screencast, mit einem Tutorial. Diesmal zum Thema Adobe Photoshop und den Neuerungen, die es seit dem Erscheinen meines Buches im letzten Frühjahr gegeben hat. Ich habe damals im Vorwort versprochen, dass ich die Änderungen auf einer Seite in meinem Blog beschreiben wollte. Leider ist mir dieses Versprechen etwas unter die Räder gekommen, wofür ich mich entschuldigen möchte. Ein Grund dafür ist unter anderem dieses Buch, das ABC der Farbe, das mich in den letzten Monaten sehr stark beschäftigt hat. Und denn gestern habe ich gerade dieses Exemplar druckfrisch aus der Druckerei bekommen. Jetzt aber eben zu dem, was sich seit der Version 2015, was sich da getan hat. Adobe hat zu den Neuerungen eine Seite, in dem in Form einer History hier angegeben ist, zu welchem Zeitpunkt oder in welcher Version welche neuen Dinge hinzugekommen sind. Zuletzt jetzt in der Version 2017.01 Unterstützung der Touchbar am MacBook Pro. Dann haben wir mit diesem großen Update 2017, das Ende 2017 herausgekommen ist, sind diese Dinge hier angegeben, die jetzt hinzugekommen sind. Und dazu gehört unter anderem Suchen innerhalb des Programms. Das heißt, ich kann jetzt beispielsweise, wenn ich in Photoshop bin und öffne dazu einfach mal ein Bild und eine bestimmte Funktion suche, dann kann ich hierauf klicken. Ich bekomme ein Eingabefeld, kann irgendein Thema suchen, zum Beispiel zum Thema Hilfslinien. Und wenn man das Ganze falsch schreibt, dann bekommt man keinen Treffer. Ich versuche das nochmal zu korrigieren. So, und dann habe ich hier die Möglichkeiten. Beispielsweise in Voreinstellungen, wenn ich hierauf dann einen Doppelklick mache, dann komme ich in das entsprechende Fenster, wo ich die Einstellungen vornehmen kann. Zurück auf die Seite mit den Vorgaben. Enge Integration mit Adobe XD, das ist ein neues Programm oder ein neues Projekt von Adobe. Schnellerer Einstieg in ein neues Projekt. Wenn ich hier nochmal zurückgehe und dieses ein neues Dokument erstelle, mache das bei mir jetzt hier mit Command N, dann hat sich das Eingabefenster geändert, nicht unbedingt zu meiner Freude. Ich habe jetzt die Möglichkeit, auf verschiedene Basisvorgaben, die Adobe hier definiert hat, einzusteigen. Wer mit einem Funktionsgiganten wie Photoshop arbeitet, der wird wahrscheinlich wissen, welche Einstellungen ich hier machen muss. Ohne dieses Wissen kann er wahrscheinlich auch mit diesen Vorgaben hier wenig anfangen. Ich kann dann hier Vorgaben auswählen, ich kann die ganzen Einstellungen auch hier vornehmen, habe dann hier noch die erweiterte Option. Einen Gewinn stellt das in meinen Augen nicht dar. Glücklicherweise kann man dieses Ding abschalten. Ich schließe das hier nochmal über das Menü Photoshop hier bei mir am Mac oder das Menü Bearbeiten unter Windows und die Voreinstellungen kann ich unter Allgemein hier eine Veränderung vornehmen und hier einstellen, dass ich die gewohnte Benutzeroberfläche neues Dokument verwenden möchte. Ich bestätige das Ganze mit OK und wenn ich jetzt nochmal ein neues Dokument einrichte, dann habe ich das Fenster so, wie es immer schon ausgesehen hat und wie es einfach sinnvoll und übersichtlich ist. Ich gebe hier meine Größe, mein Format in Zentimeter, Pixel oder Millimeter oder was auch immer ich haben möchte ein, definiere die Auflösung und in was für einem Farbformat ich das Ganze haben möchte. Gut, ja, ein neues Dokument wollte ich jetzt an und für sich keines, darum schließe ich das mal. Ein zweiter Punkt, mit dem ich persönlich nicht viel anfangen kann, ist dieses neue Startfenster, das Adobe hier definiert hat, über das ich die zuletzt verwendeten Bilder aufrufen kann. Auch das ist etwas, was ich abstelle. Um das abzustellen, um zum regulären Einstieg zu kommen, kann ich über die Voreinstellungen wieder, ebenfalls unter Allgemein, gibt es hier diesen Punkt. Arbeitsbereich Einstieg anzeigen, wenn kein Dokument geöffnet ist. Kann ich also auch deaktivieren und wenn ich das mache, komme ich zum normalen Interface, wenn ich das Programm öffne, so wie ich das bevorzuge. Zufällig habe ich entdeckt, dass man hieraus auch aussteigen kann, indem man einfach die Escape-Taste drückt und dazu kommt man dann oder dadurch kommt man dann zum regulären Bedienfeld. Gehen wir die Funktionen weiter durch. Wir haben hier eine Adobe Stock-Vorlagen-Suche, das heißt eine Integration des Bilderservice von Adobe, wo man Bilder einkaufen kann. Erweitertes Eigenschaften-Bedienfeld, wenn ich hier nochmal zurückgehe, wieder zu Photoshop und nochmal ein Bild
öffne, üblicherweise wird über Eigenschaften, wenn ich eine Einstellungsebene beispielsweise mache, habe ich die Möglichkeit, über diese Palette hier die Einstellungen für hier beispielsweise Kurven vorzunehmen. Wenn ich jetzt keine Einstellungsebene ausgewählt habe oder nichts ausgewählt habe, wo die Palette Eigenschaften verwendet wird, habe ich hier dann eben Eingabemöglichkeiten, in diesem Fall für XY-Koordinaten und so weiter. Entsperre mal die Hintergrundebene mit einem Doppelklick und ich kann dann anschließend hier die Größe beispielsweise verändern, die Position innerhalb der X- und Y-Koordinaten verändern. Was sich auch ändert hier ist, wenn ich, oder was ich hier machen kann, wenn ich das Textwerkzeug auswähle, ich stelle das hier mal auf die für mich gewohnte zweispaltige Darstellung, wenn ich hier mit dem Textwerkzeug hinklicke, dann habe ich hier die Möglichkeit, einige Einstellungen für Schrift vorzunehmen, etwas, was ich üblicherweise auf diesem Weg mache. Ich habe dann hier noch die Möglichkeit, auf Erweitern zu gehen und die weiteren Einstellungen. Auch das ist über diese Schaltfläche hier möglich. Der nächste Punkt hier betrifft Scalable Vector Graphics, wo man mit OpenType-Schriften arbeiten kann. Nichts, was interessant ist für die Bildbearbeitung. Neue Funktion für die Creative Cloud-Bibliotheken und bessere Integration. Wenn ich hier nochmal ins Photoshop zurückgehe, dann gibt es seit einiger Zeit diese Bibliotheken hier, die ich eben über das Menüfenster und Bibliotheken aufrufen kann. Was ich ganz interessant finde für meine Projekte, dass ich in der Lage bin, hier Farben abzuspeichern oder Farben abzulegen in dieser Bibliothek. Und diese würden dann über mehrere Computer hinweg synchronisiert werden. Stelle in einem Farbe oder lege in dem Computer eine Farbe ab. Stelle hier einfach mal eine an. Kann dann hingehen und hier auf das Plus klicken, definieren, dass ich hier lediglich die Farbe ablegen möchte, gehe auf Hinzufügen und anschließend ist dann diese Farbe hier verfügbar. Und diese Farben, die man hier ablegt, die werden nicht nur innerhalb oder zwischen Computern ausgetauscht, sondern ebenso zwischen den Programmen, das heißt einfach in allen Programmen, die Creative Cloud nutzen. Das Ganze lässt sich dann noch etwas untergliedern in verschiedene Bibliotheken, was für mich eben hilfreich war, jetzt gerade mit den Farben, als ich an meinem Buch über Farbe gearbeitet habe. Ebenfalls abgleichen lassen sich relativ einfach Schrifteinstellungen, wo in meinen Augen allerdings die praktische Nutzbarkeit für das große Anwender überschaubar ist. Außerdem ließen sich oder lassen sich Grafiken abgleichen. Wenn man das Ganze aber zwischen mehreren Computern machen möchte, ist es wichtig, dass man die verknüpften Grafiken darin dann auf dem Adobe Cloud Server hat und nicht lokal auf der eigenen Festplatte. Auch die nächste Funktion hier betrifft die Creative Cloud, wo es um die Integration mit verschiedenen Programmen und Apps, die man auf Tablet-Computern nutzen kann. Nächster Punkt, Typekit Marketplace. Das heißt, ich kann hingehen in Photoshop, wenn ich eine Schrift suche, über das Schriftmenü hier unterzeichnen oder ebenso gut hier auch auf Typekit, von Typekit hinzufügen klicken. Es wird dann anschließend die Adobe Typekit-Seite über den Browser aufgerufen und ich habe dann hier die Möglichkeit, Schriften auszusuchen. Und sofern diese Schrift für mein Paket verfügbar sind, kann ich sie dann einfach hier auf meinen Rechner synchronisieren, herunterladen. Betrachten wir uns noch die letzten Punkte hier auf dieser Seite, die zuletzt beschriebenen Punkte, die Photoshop CC 2017 betreffen. Das wäre dann hier noch mehr Power. Und hier heißt es dann noch vieles mehr. Das werden dann irgendwelche Peanuts sein, die im Hintergrund auch verbessert wurden. Generell natürlich keine schlechte Sache, aber nichts Wesentliches. Schauen wir uns nach, was in der Version Photoshop CC 2015.5 herausgekommen ist oder dazugekommen ist. Wir haben hier nochmal die Bibliotheken, die ich eben erklärt habe. Aktualisiertes Bedienfeld, das ist einfach neu gestaltet worden.
Was wirklich eine nennenswerte Neuerung oder Veränderung ist, ist, dass Auswählen und Maskieren jetzt nicht mehr mit einer Palette, die über dem Bild, über dem regulären Bedienerinterface von Photoshop eingestellt wird. Das hat sich verändert, dass es jetzt eine komplett neue Umgebung bekommt. Und das möchte ich dann in einem separaten Screencast nochmal beschreiben, beziehungsweise das durch eine etwas größere Änderung, der ich mich speziell widmen möchte. Maximale Performance bei Routineaufgaben ist natürlich super. Inhaltsbasiertes Freistellen. Dazu habe ich wieder ein Bild vorbereitet oder dazu habe ich ein Bild vorbereitet. Und zwar dieses hier. So, hier behalte ich das Profil. Die Palette brauche ich im Moment nicht, ebenso wenig die. Dieses Bild, das an und für sich aus dem Buch kommt, habe ich für dieses Beispiel etwas schief gestellt, um es zu korrigieren. Ich aktiviere dazu das Freistellungswerkzeug und hier gibt es eine neue Option, inhaltsbasiert. Standardmäßig ist die deaktiviert, das heißt, wenn ich hier jetzt eine Drehung vornehme, dann behält sich Photoshop einmal vor, dass in diesem Bereich nur den Bereich der Bildinformation enthält, zu berücksichtigen. Ich kann darüber hinausziehen, aber wenn ich das Ganze mit OK bestätige, dann habe ich hier in diesem Fall diesen weißen Rand, der der Hintergrundfarbe entspricht. Ich mache das nochmal rückgängig. Da ist jetzt eben hier diese Funktion für das inhaltsbasierte Freistellen. Ich klicke hier nochmal auf das Bild, damit ich den Rahmen bekomme und verwende das Werkzeug für das gerade Ausrichten. Ziehe eine Linie entlang des Bereichs, den ich neu ausrichten, den ich korrigieren möchte, beziehungsweise in diesem Fall einfach eher eine Linie, die horizontal ausgerichtet werden soll. Und man sieht schon den Unterschied zu vorher. Photoshop nimmt sich jetzt automatisch Bereiche außerhalb. Ich könnte diese jetzt noch etwas vergrößern. Ich mache das mal hier. Damit werde ich allerdings nur die Fehler, die passieren, wahrscheinlich etwas vergrößern. So, gut, bestätige das Ganze mit OK. Und Photoshop erfindet jetzt einfach diese Bereiche, die vorher weiß waren, zum Bild dazu. Sieht im ersten Moment gar nicht so schlecht aus. Man sieht dann allerdings, wenn man im Detail hier das Ganze betrachtet, hier gibt es eine Wiederholung. Und in diesem Bereich hat Photoshop etwas gemacht, was nicht ganz authentisch ist. Ich würde davon ausgehen, dass es bei über 50% der Bilder einfach dann Dinge entstehen, die so nicht wirklich brauchbar sind. Allerdings kann man das natürlich dann noch überretuschieren. Wollen wir mal sagen, wenn man es hat, ist es nicht schlecht. Man kann ja immer probieren, ob es sich bei einem Bild, das man gerade vor sich hat, ob sich das dann auch bewährt. Und noch einmal hier zurück zu den neuen Funktionen. Inhaltsbasiertes Freistellen, passende Schrift finden ist eine Funktion, die ich hier mal vorführen möchte. Dafür habe ich ebenfalls ein Bild vorbereitet. So. Und ich kann jetzt hier gehen und ich habe zwei Schriften hier drin, habe das Ganze auf Hintergrundebene reduziert, damit es sich hier um Pixel handelt und eben keine Schrift, die sie auslesen lässt. Also ich gehe einfach davon aus, ich habe dieses Bild und möchte herausfinden, welche Schrift das ist. Wenn ich das hier jetzt auswähle und anschließend die Funktion aufrufe, da ich noch nicht genau weiß oder da ich mir jetzt nicht erinnern kann, wo sie ist, mache ich das Ganze hier wieder mit dieser Funktion für dieses Suchen, passende Schrift finden ein. Mache dann hier einen Doppelklick drauf, die Funktion wird aufgerufen, durchaus praktisch. So, jetzt hat es gefunden und die Schrift, die er hier als erstes vorschlägt, die Photoshop hier als erstes vorschlägt, ist auch korrekt. Das ist eine Schrift, die im Adobe Typekit verfügbar ist. Breche das Ganze ab und versuche das mit der zweiten Schrift. Hier habe ich eine Schrift genommen, die nicht in Typekit zu finden ist. Wähle das nochmal aus, rufe die gleiche Funktion nochmal auf. Ich mache das einfach hier wieder, hierüber wieder. Doppelklick darauf, das Programm sucht wieder. So, diesmal ist es etwas schneller. Tja, und da eben diese Schrift nicht bei Typekit verfügbar ist, wird hier auch nicht die korrekte Schrift angezeigt. Es wäre an und für sich die Linotype-Syntax.
Die Alternativen, die hier angezeigt werden, sind nicht schlecht, aber es ist eben nicht genau diese Schrift, die hier verwendet wird. Gut, zurück hier zu den Funktionen. Ich habe jetzt die passende Schrift, verbesserte Zeichenflächen, ist wohl eher wieder ein Detail. Erweiterte Exportoption, Anpassung von Gesichtsmerkmalen. Das ist wieder etwas, was eher interessant ist und wozu ich noch einmal zu Photoshop wechsle und dieses Bild hier noch einmal öffne. Diese Gesichtserkennung und die Möglichkeit, Gesichter zu verändern, zu modellieren, verbirgt sich hinter Verflüssigen. Wenn ich dann diesen Dialog hier offen habe, ist jetzt eben hier diese neue Funktion. Standardmäßig, wenn ich hier reinkomme, ist an für sich dieses Mitziehen-Werkzeug aktiv. Wenn ich hier das Gesichtserkennungswerkzeug aktiviere, hat Photoshop hier schon dieses Gesicht erkannt und ich habe dann die Möglichkeit, über diese Einstellung hier das Gesicht zu modellieren. Demonstriere das hier mal, aktiviere die Verbindung zwischen der Augengröße. Das ist übrigens eine Veränderung von 2015.5 auf 2017. In 2015.5 ließen sich nur beide Augen gemeinsam durch einen Schieberegler verändern. Jetzt gibt es hier die Möglichkeiten, beide separat zu bearbeiten und die beiden auch miteinander zu kombinieren. Also ich mache hier mal schön große Augen. So. Dann rolle ich etwas weiter hinunter. Ja, sieht ihr. Im Grunde genommen, die Funktionen hier sind relativ selbsterklärend, was das Ganze macht. Auch das generell eine Funktion, die praktisch durchaus interessant sein kann und die diese solche kleinen Eingriffe erleichtern kann. Man muss es ja nicht unbedingt übertreiben dabei. Bestätige auch das wieder mit OK. Das Ganze wird ausgeführt, wenn ich den Schalter treffe. Und habe dann hier diese Veränderung, aber ich glaube, hier finde ich die Eva im Original dann doch besser. Und die restlichen Dinge, die wir hier sehen, sind für die Bildbearbeitung eher wieder uninteressant. Wir haben hier einfache Verwendung von Glyphen, das heißt, es geht dabei um die Arbeit, um das Einfügen von speziellen Sonderzeichen. 3D-Ausgabe haben wir hier, Musterstellen mit Adobe Capture CC, also ein anderes Programm nochmal, Adobe Portfolio, ein Produkt ansonsten für Adobe, das für die Bildbearbeitung auch nicht generell interessant ist. Wieder diese Adobe XT-Integration, ein weiteres Zusatzprogramm und dann wieder die ganzen unterfernen Leafen-Funktionen.